grüß euch, da ist der Rollatorman. Mein neues Studio im Hintergrund ist der Garuda. Weil ich bin der Icarus. Mein ehemaliger Chef, der Dr. Lavacek, hat mir einmal so spaßhalber Icarus genannt. Weil er gemeint hat, ich soll immer nicht die Flügel verbrennen, wenn ich jetzt hoch aufgefliege. Und nachdem ich dann hinterher mit meiner Rosal ziemlich oft in Bali war, haben wir uns natürlich, oder habe ich mir natürlich, den Icarus, also den Garuda, als Gegenstück zum Icarus als meine Lieblingsfigur ausgesucht. Ja, und da hinten steht er jetzt schon ein paar Jahre. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt muss ich den ein bisschen zur Geltung bringen. Aber das ist ja nicht der Grund, warum ich mit euch reden will. Ich will über die Meridiane reden. Die Meridiane in der Schule der Geistheilung ist so, dass die Meridiane beim Nagelfalz, nämlich da oder da, die Energie einlassen, beziehungsweise am anderen Finger auf derselben Stelle wieder auslassen. So. Wir versuchen in der Schule der Geistheilung oder mit dem, was wir dort gelernt haben, die Meridiane auszugleichen, indem wir messen, auf der einen Seite, wie stark schlagen wir es aus beim Eing, wie stark schlagen wir es aus zum Beispiel. Das ist der Lungenmeridian. Oder Lymphe. Da fließt der Lymphmeridian ein und da fließt er wieder aus. Und alle 12 Stunden schlagt sich das um. Nach 12 Stunden geht die Energie da rein und da geht es wieder aus. Bei dem Meridian, also auf den Nagelfalz. Und jetzt gibt es natürlich Möglichkeiten in der Schule der Geistheilung, wie man die Meridiane ausgleicht. Aber am einfachsten gleicht man die Meridiane aus, indem man die Hände falten tut. Nämlich so. So tut man die Hände falten. Da werden nämlich die Meridianpaare, mal schauen, kurz geschlossen. Und zwar für alle Finger, die Meridianpaare für alle Finger werden kurz geschlossen. Zudem sagen die Christen beten, die Inder sagen Namaste, sie begrüßen das Göttliche in uns. Und beim Reiki ist das die Gassho Haltung. Auf jeden Fall bewirkt es, egal was für eine Religion oder was für eine spirituellen Ausrichtung man auch hört, bewirkt es, dass die Meridiane kurz geschlossen werden und somit aufgelohnt werden und ihr Bestmögliches gerade in dem Augenblick tun, wo wir die Hände falten oder die Gassho-Haltung einnehmen oder Namaste sagen. Wenn das Ganze dann noch in Herzhöhe passiert, dann funktioniert das am allerbesten. Das möchte ich nur einmal kurz zum Händefalten sagen, dass das nicht nur einfach ein religiöser Vierlefanz ist, sondern dass da System dahinter steckt. Nur wissen muss man es. Wenn man es nicht weiß, dann sagt man, das ist alles ein Blödsinn. Aber es ist ja nachweisbar. Man kann ja die Meridiane messen mit der Einhandroute. Man sieht, bei der Einhandroute schlägt der Meridian nach rechts aus, muss auf der anderen Seite nach links ausschlagen und umgekehrt. Jeder Meridian hat seine Entsprechung in den Nerven. Die Nerven sind elektrische Ströme im Körper und jeder elektrische Strom erzeugt auch einen magnetischen Strom. Und die magnetischen Ströme sind eben die Meridiane. Die Chinesen haben das natürlich schon viel früher entdeckt, dass wir Europäer, dafür sind viele Europäer
in die Schule gegangen bei den Chinesen, sind heimgekommen, haben große Erfolge erzielt, mit dem Ergebnis, dass die heutige Schulmedizin das großteils wieder ablehnt, weil mit einem Meridianausgleich, den man sich selber machen kann, kann die Pharmaindustrie kein Geld verdienen. Also ist das alles eine Chance, offiziell. Inoffiziell ist keiner. Ich halte mich daran und es funktioniert. Und ich bin froh, dass es funktioniert. Mir geht es zwar zeitweise nicht gut mit meiner Leukämie, aber eins weiß ich auch. Wenn ich meine Sachen in meinen Werkzeugkoffer nicht hätte, ob das jetzt Reiki ist oder Schule der Geistheilung oder irgendwas anderes, dann war ich wahrscheinlich schon längst über den Jordan. Das kann ich mit Sicherheit von mir behaupten. Und froh bin ich, dass ich das alles kann, was ich kann. Und froh bin ich, dass ich noch nicht über den Jordan bin. So, das ist nur eine Kleinigkeit zu der Gassho-Haltung, zu den Meridianen, ein bisschen was. Und das war's dann schon wieder. Pfiat euch!